Lanzinger aufrufen und die Kollegin Barbara Lanzinger als Erste das Wort hat für die CDU-CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu so später Stunde auch noch nach dem sehr nachdenklichen Tagesordnungspunkt auch ein nicht weniger wichtiger Tagesordnungspunkt, aber sicherlich nicht so wesentlich wie der vorherige. Wir bringen heute die nationale Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie zu einem guten Abschluss. Und das war mir und auch unserer Fraktion in dieser Legislatur, das auch in dieser Legislatur zu Ende zu bringen, ein großes Anliegen. Aber, und das sage ich sehr bestimmt, aber nicht um jeden Preis. Wir haben das Gesetz im parlamentarischen Verfahren daher maßgeblich verändert. Das war ordnungspolitisch sinnvoll und wirtschafts- und verbraucherschutzpolitisch auch notwendig. Mein Ziel war, nur das wirklich Notwendige gesetzlich zu regeln, den Verbraucherschutz durchaus zu stärken, jedoch den mündigen Bürger auch selber entscheiden zu lassen und entscheiden lassen zu können und der Wirtschaft keine unnötigen Regularien aufzubürden. Wir haben daher auf eine möglichst 1:1 Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie gedrungen, die ja generell als sehr positiv bewertet wird und wurde. Und deshalb haben wir den vorliegenden Gesetzentwurf auch grundlegend verändert. Zuvorderst die Vergütungsregelungen für Versicherungsmakler und Berater. Der ursprüngliche Vorschlag wäre weit über die Richtlinie hinausgegangen und hätte unnötig in den Tätigkeitsbereich der Makler eingegriffen. Diese hätten sich nur noch vom Versicherungsunternehmen vergüten lassen dürfen, Berater nur noch vom Kunden. Das Provisionsgebot stand dem Provisionsverbot gegenüber. Das wäre unverhältnismäßig gewesen und hätte für den Verbraucherschutz rein gar nichts gebracht. Zahlen und Daten über Missstände liegen nicht vor. Es gibt aktuell etwa 48.000 Makler gegenüber 300 Beratern. Das sind circa Zahlen. Es gibt keine große Nachfrage für Berater. Der einfache Bürger wäre eigentlich der Leidtragende gewesen. Es bleibt deshalb so, wie es war. Der Versicherungsmakler darf sich gegen Honorar und Provision vergüten lassen, so wie es die Richtlinie vorsieht. Wir setzen weiter auf die Weiterbildungspflicht mit Augenmaß. Die Richtlinie legt fest, dass die maßgeblichen Personen der Leitungsstrukturen des Versicherungsvertriebs sich 15 Stunden pro Jahr fortbilden müssen. Das ist gut und sinnvoll. Darüber hinaus jedoch sollen und werden die Regelungen nicht hingehen. Wir haben festgelegt, dass sich nur die relevanten Personen fortbilden müssen und dass das möglichst ohne Verwaltungsaufwand umgesetzt wird. Das ist im Sinn unseres Mittelstands und der Verbraucher. Für die Details wird eine Verordnung erstellt, der Bundestag auch zustimmen muss. Wir schaffen mehr Transparenz und Informationspflichten bei der sogenannten Restschuldversicherung. Dieser Bereich ist teilweise undurchsichtig und es bestehen durchaus Fehlanreize beim Verkauf. Restschuldversicherungen sind nicht per se schlecht, aber der Kunde muss wissen, welches Produkt er kauft und welche Kosten vor allem entstehen und welche Widerrufsrechte er hat. Dafür sorgen wir durch erweiterte Informationspflichten für Unternehmen durch ein Produktinformationsblatt, welches bei Vertragsabschluss herausgegeben werden muss und auch nach einer Woche nochmal erinnert werden muss, dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, hier zu kündigen. Vieles mehr haben wir verbessern können. Wir haben aktiv gestaltet. Sehr herzlich bedanke ich mich dafür bei meinen Kolleginnen und Kollegen der CDU- und CSU-Fraktion, vor allem bei meiner Kollegin Astrid Grothe-Lüschen und beim Kollegen Klaus-Peter Flossbach und allen anderen für die kluge und ergebnisorientierte Zusammenarbeit. Und hier und in der gesamten Wahlperiode, ich möchte das auch einschließen und lassen Sie mich zum Abschluss noch was Grundsätzliches anmerken von dieser Wahlperiode. Mich und meine Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion hat in der wirtschaftspolitischen Arbeit ein ordnungspolitischer Grundgedanke geleitet. So viel wie nötig und so wenig wie möglich zu regulieren. Da wir im Bund in dieser Legislatur auf einen Koalitionspartner angewiesen waren,
wurde hier leider zu wenig in diese Richtung entschieden. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu regeln und alles vorzuschreiben. Nicht alles, was geregelt werden kann, muss auch gesetzlich geregelt werden. Es geht ums Wesentliche, und mir ist ein Satz sehr wichtig. Das Wesentliche unseres Handelns für unsere Menschen muss sein, dass das Wesentliche auch wesentlich bleibt. Bürgerinnen und Bürger brauchen solide Grundlagen und Informationen. Die Zauberworte heißen Selbstverantwortung und mündiger Verbraucher. Thomas Aquin hat gesagt, für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten. Wir haben viel erreicht. Ihnen und euch allen danke. Alles Gute, und bedenken Sie, politische Tageserfolge können im Bewusstsein verblassen. Was aber bleibt und weiterwirkt, ist die Kraft und die Geschlossenheit einer Haltung, hinter der eine Idee steht. Alles Gute. Dankeschön. Liebe Kollegin Lanzinger, das war Ihre letzte Rede. Ich möchte Ihnen für Ihre Tätigkeit hier im Hohen Hause als Abgeordnete herzlich danken, für die wichtigen Impulse und auch Anstöße, die Sie gegeben haben, die umgesetzt worden sind, möchte nur erwähnen den Hospizbereich. Dafür einen herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Karawanski für die Fraktion Die Linke.